Jetzt sind wir in einen neuen Raum umgezogen. Dann können wir, hatten eine kleine Doppelbelegung von Räumen oder ja, zwei Zoom-Räume gehabt. Ich versuche mich mal hier an Video anheften. Super. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt bei allen Teilnehmern auf Groß gestellt. Und damit beginnen wir den Schier Geheimnisse der Haggadah. Mein Name ist Daniel Batireff. Ich wohne in Jerusalem und ja, ich promoviere in Neurobiologie, also ich bin kein Rabbiner, aber ich habe in der Yeshiva ein wenig studiert und möchte gerne ein paar Sachen über die Haggadah mit euch teilen. Als erstes will ich eine Frage stellen, und zwar: Wie fängt eigentlich die Haggadah an und warum sollte sie so anfangen? Wenn man die Haggadah aufmacht und die eigentliche Erzählung der Haggadah, der Maggid, der startet mit einen Moment. Mit ein paar interessanten Sachen. Und zwar die erste Sache, die gesagt wird, ist, es wird erzählt, dass wir aus Ägypten herausgezogen wurden. Und danach wird erzählt, dass Abraham Avinu, unser Urvater, dass seine Vorfahren, sein Vater, wir waren Götzen. Und die Frage ist, okay, warum sagen wir zuerst, okay, hier ist das Brot, das wir essen, und wir wollen jetzt die Erzählung von der Agedah und dass wir aus dem Ägypten herausgezogen sind. Und dann kommen wir zurück chronologisch in der Reihenfolge und, erzählen, dass unsere Urgroßväter Götzen hier waren. Und darauf gibt es ein paar interessante Kommentare. Ein Kommentar ist, dass man zuerst mal versucht, man vom Tiefpunkt so an zu erzählen. Von, wir waren Götzendiener, aber das müsste dann, wenn man vom Tiefpunkt anfängt, müsste es am Anfang kommen. Und nicht, und das verstärkt noch unsere Frage, dass man in der chronologischen Reihenfolge von der Götzendienst anfangen sollte. Und dann, viel später, dann Abrahams Enkelkind, ja, Jakob, ist danach nach Ägypten gekommen. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, bevor wir etwas machen, müssen wir erstmal erzählen, wofür wir etwas machen. Wofür erzählen wir eine Geschichte? Was ist der Sinn? Was ist die Sache, die wir erreichen wollen? Die Sache, die wir erreichen wollen, ist zu erzählen, wie wir aus Ägypten herausgekommen sind. Wir wollen zuerst mal sagen, wir wollen die Erzählung anfangen über den Auszug aus Ägypten, über wie Hashem uns herausgenommen hat, wie er uns herausgenommen aus Ägypten, wie Gott sozusagen die ganzen Wunder getan hat und er die Barmherzigkeit hatte, uns rausgenommen, obwohl die ganzen anderen Sachen, obwohl wir vielleicht früher Götzendiener waren, obwohl wir sagen, viel Gepäck hatten und so weiter. Und das muss man sich auch bei den Sachen Agedah im Auge behalten, dass der Sinn der Erzählung der Agedah ist die Erzählung zum Auszug aus Ägypten und dementsprechend auch die Gefühle, die man daraus entwickelt, Dankbarkeit zu Gott und die Bewunderung von Gott und die Achtung und Hochachtung von Hashem. Und natürlich die zentrale Geschichte oder die zentrale sind natürlich die 10 Plagen. Von dem her, ich will die 10 Plagen analysieren und versuchen, sie zu gruppieren und ein paar Sachen, Feinheiten in der Agenda zu den 10 Plagen erklären. Falls jemand eine Pessach-Haggadah vor sich hat, dann, wenn es zu den 10 Plagen kommt, und die 10 Plagen aufgezählt wird, dann wird auch ein Akronym,
da werden die 10 Plagen ihn sagen in 3 Wörter oder 3 Abbreviaturen, wo man sagt, der erste Buchstabe der ersten Plage sagen zu einem zu einer Eselsbrücke wird. Und es kommen dann sozusagen kommen dann die ersten 3 Plagen in so eine Abkürzung, die zweiten 3 Plagen, die dritten 3 Plagen in so eine Abkürzung, dann am Ende noch sagen, die Plage der Erstgeborenen. Die Frage ist, okay, warum gruppieren wir die Plagen immer in Dreiergruppen? Und Rabbiner Hirsch aus Deutschland hat vor vielen Jahren eine interessante Erklärung geschrieben dazu. Und zwar, die Plagen sind immer als Dreierplagen strukturiert. Und wenn man in den Chumash, in der Torah, in dem Buch Shmos, in den Parashat Vayera liest, dann die erste Bemerkung, die man oder die erste Beobachtung, die man machen kann, ist, es ist immer die ersten 2 Plagen kommen mit Warnung. Moshe kommt zu Pharao und warnt, es wird genau die und die Plage kommen. Pharao hört nicht auf Moshe und danach kommt die Plage. Das ist dann die erste Plage, die zweite Plage und die dritte Plage, die kommt ohne Warnung. Und so ist es mit den ersten 3 Plagen und auch mit den nächsten 3 Plagen. Das ist dann die erste Plage, Moshe kommt, warnt Pharao, das wird die Plage, wenn du uns nicht gehen lässt. Und dann kommt dann die vierte, fünfte Plage und die sechste Plage kommt dann ohne Warnung. Und dasselbe mit den letzten 3 Plagen. Auch interessanterweise, dass die 10 Plagen jeweils nicht alle in einer Parasha, in einem Wochenabschnitt sind, sondern in 2 Wochenabschnitten verteilt sind. Und zwar die ersten 6 Plagen und dann die ersten 2 Dreier-Sets und dann 7, 8, 9 plus Plage der Erstgeborenen. Okay, das ist erstmal schon mal die erste Gruppierung. Das ist 2 Plagen immer mit Vorwarnung gibt und eine ohne Vorwarnung. Warum? Weil jeweils, es gibt 2 Plagen, die wurden mit Vorwarnung gesprochen. Die dritte Plage ist nochmal eine zusätzliche Plage, eine zusätzliche Bestrafung, dass man für 2 Plagen jeweils mit 2 Warnungen nicht darauf gehört hat. Und auch die Plagen an sich haben jeweils die erste, zweite und dritte Plage haben jeweils ein bestimmtes Motiv. Die erste Plage zeigt erstmal den Ägyptern, dass ihre Heimat nicht, wie sie nicht für sie sozusagen rauswirft oder nicht mehr ihre Heimat wird. Weil Ägypter haben die Juden verfolgt und haben die Juden jeweils das Leben schwer gemacht. Und das Erste, was sie gemacht haben, die haben die Juden nicht zu Hause sich fühlen lassen. Und die erste Plage richtet sich meistens auf das, was sie als Zuhause betrachten, das angegriffen wird. Und dementsprechend, in der ersten Plage ist es der Nil, sagen das zentrale Symbol von Ägypten und auch die zentrale, Ägypter ihr Wohlhaben haben, von dem Nil hat die ganze Wälder bewässert und er war eigentlich auch ein sehr wichtiges finanzielles, ökonomisches Statut ihrer Heimat und der wird sozusagen angegriffen. Und das ist zum Beispiel immer die erste Plage von einem Dreierset. Die zweite Plage greift immer die Ägyptern sagen, bis ihn nach zu Hause im Pharaos Palast an. Und wie zum Beispiel die Frösche zeigen, ja, dass die Frösche, okay, der Nil, das ist eine Plage sagen, auf ihr Land und ihr Gefühl, dass sie nicht mehr zu Hause sind. Und das Zweite ist, dass ihr persönliches Zuhause auch angegriffen wird. Und da sind zum Beispiel die Plage der Frösche. Die Frösche waren dann überall. Die Frösche waren in ihren Betten, in ihren Öfen und haben die Ägypter in ihrem Zuhause angegriffen. Die dritte Plage, wie schon gesagt, war eine Bestrafung für die ersten 2 Plagen
missachtet hat, obwohl man gewarnt wurde. Und er hat dann die dritte Plage hat immer ein bestimmtes physisches Leid gebracht. Und das charakterisiert immer die dritte Plage eines Dreiersets. Wir wollen jetzt nochmal versuchen, das anhand der anderen Dreiersets zu sehen. Ich mache hier mal bei mir die Agreda, die ich vor mir habe, auf. Einen Moment bitte. Okay, mach ich das mal. Okay. Okay. Also das zweite Dreiset der Plagen sind dann dementsprechend die wilden Tiere. Die wilden Tiere haben wieder das Land unbewohnbar gemacht haben. Sie haben sich nicht mehr zu Hause fühlen können. Dann gibt es noch die Seuche ihrer Tiere, die ganzen Haustiere, die ganzen Tiere sagen, waren immer der Stall war Teil immer des Hauses und ihr Haus wurde angegriffen, in dem Sinne, dass die ganzen Tiere gestorben sind. Und als dritte Plage waren sie dieses physikalische Leid, es waren die Krankheit mit den Pestbeulen und den Beulen. Und es ist wieder dieses physikalische, persönliche Leiden, so wie bei den ersten drei Plagen. Die dritte Plage waren die Läuse, die einen persönlich angegriffen haben. Und damit ist es auch mit den letzten drei Plagen. Es ist immer, die erste Plage hat das Land wieder am meisten betroffen. Und zwar der Feuerhagel, also die Plage des Hagels. Und dann kommt im nächsten dann die, nicht die Grashüpfer, sondern die Heuschrecken, genau. Und die Heuschrecken, die dann überall sogar bis ins Haus hineinkommen und ein eigenes, sogar Pharaos Palast unsicher machen. Und als letztes ist es die Dunkelheit. Und der Midrash erklärt, die Dunkelheit war keine normale Dunkelheit, die Dunkelheit war so dickflüssig sozusagen, so dick, dass man sich nicht mal bewegen konnte, dass sie einen gefangen gehalten hat an der Stelle, wo man sich befand, als die Dunkelheit sich angesetzt hat. Und natürlich die letzte Plage, die zehnte Plage, die Agada immer erklärt, dass Hashem persönlich sagen, die zehnte Plage gemacht hat und nicht durch einen Engel und nicht durch einen Vermittler. Und die sind natürlich sozusagen der Tod der Erstgeborenen selber und es fällt sich aus dem System. Und zwar die schlimmste Plage, die dann verbunden ist mit der zehnten Plage, der Tod an sich und der dann dementsprechend Pharao umstimmt und die Juden gehen lässt. Zumindest bis er sie wieder verfolgt, bis ans Schilfmeer. Okay. Und damit haben wir erstmal zusammen erfahren, dass die zehn Plagen sind strukturiert. Es gibt immer ein Dreierset, ein Dreierset, ein Dreierset. Die erste Plage ist jeweils, wie man hat erklärt, ist eine Plage auf das Land. Und es ist eine Bestrafung, dass die Ägypter haben uns leiden lassen, haben uns nicht zu Hause fühlen lassen in Ägypten. Und damit ist jetzt Ägypten auch für sie nicht als zu Hause bewohnbar gemacht. Oder das können sich nicht mehr zu Hause fühlen. Die zweite Plage ist, dass so wie die Ägypter den Juden es schwer gemacht haben und ihnen nicht erlaubt haben, ein menschliches Dasein zu haben, so werden die Ägypter bestraft, dass ihr Haus, ihr häusliches Dasein, ihre Familie gefährdet ist, ihr häuslicher Frieden gefährdet wird. Und die dritte Plage, da die Ägypter den
den Juden physikalischen und einfach persönlichen Schmerz zugefügt haben, werden die Ägypter auch nochmal bestraft. Und die dritte Plage, die kommt ohne Vorwarnung, weil sie es schon mal zweimal hintereinander nicht verstanden haben. Und damit haben wir die 10 Plagen eine Struktur gebracht. Und wenn man, wie ich vielleicht auch schon mal in einem anderen Shio erwähnt habe, immer wenn wir die Zahl 10 haben, hat es nämlich eine symbolische Bedeutung, dass alle Zahlen immer etwas repräsentieren. Und wir singen auch am Pesach Seder ganz am Ende, wer kennt die Zahl 1, wer kennt die Zahl 2, wer kennt die Zahl 3 und so weiter. Und wer kennt die Zahl 10? 10 sind die 10 Gebote. Und auch wie Pirkei Avot und der Midrash erklärt, es gibt auch 10 Sprüche von Gott, mit denen er die Welt erschaffen hat. Also 10 Vayomars oder bestimmte, wo in der Torah steht, Hashem hat gesagt und mit dem Wort Vayomar. Es gibt 10 Sprüche, mit denen Hashem die Welt erschaffen. Und es gibt natürlich selbstverständlich eine Verbindung zwischen allen diesen 10 und 10. Ich werde jetzt nicht jede einzelne von diesen 10 durchgehen, aber man kann sich schon denken, dass zum Beispiel die zehnte Plage auch mit dem ersten Gebot jeweils gegenübergestellt ist. Weil die 10. Plage ist die schlimmste Plage und da, wo Gott sozusagen selbst die Plage ausführt. Und die ist gegenübergestellt dem ersten Gebot, dass Gott ist der Einzigste und es gibt keine Einzigsten, keine anderen Götter. Und man sollte keinen anderen Göttern dienen, keinen Götzendienst haben, ist dann entsprechend die Plage der Dunkelheit, weil Götzendienst ist eine Art der Dunkelheit, der Unverständnis. Wie kann es etwas anderes geben? Wie kann man so unwissend sein und ein etwas aus Stein zum Beispiel anbeten? Und damit gibt es, wollte ich noch dieses Geheimnis sagen, dass die 10 Gebote und auch die 10 Plagen auch eine Verbindung haben und jeweils gegenüberstehen. Okay. Ein sehr wichtige und sehr interessante Sache, die viele Leute nicht so wissen, ist zum Beispiel, der Ende von Seder, also der Ende von Seder ist natürlich nicht die Mahlzeit, sondern die ganzen Lieder am Ende. Und davor kommt auch relativ viel. Und zwar, man sollte den Afikoman essen und wenn möglich sogar das Hallel singen, bevor halachischer Mitternacht. Also Mitternacht nach jüdischer Zeitrechnung. Und dementsprechend, man sollte versuchen, den Afikoman, sagen den Dessert, das letzte Stückchen Matzah, der das speziell als Afikoman zur Seite gelegt wurde, vor halachischer Mitternacht zu essen. Und man sollte jemals ein ganzes Maß von Matzah essen, also ein Kesait, falls möglich. Also was genau, wie viel ein Kesait ist, am besten seinen eigenen Haggadah nachschauen und seinen eigenen Rabbiner fragen. Und danach, nachdem man, kommt das Birkat HaMazon und das Hallel. Und das Hallel ist sehr, sehr interessant. Und zwar, erstens ist es eines der Highlights von Pesach. Das Singen des Hallels ist sozusagen die Dankbarkeit und das ist sozusagen Beispiel von Freiheit und das die Feier von Freiheit, Hallel zu singen. Und der Hallel erklärt nochmal oder verkörpert nochmal den Sinn von Pesach Seder und warum wir den Pesach feiern, was besonders am Hallel sind und besonders an Pesach ist und dass wir aus Ägypten herausgezogen sind. Eins der Paragraphen, eine der Psalme von Hallel oder Einleitungen vom Hallel ist zum Beispiel, dass wir sagen, dass Lolano nicht für uns unbedingt
es wichtig wäre, dass Hashem uns sagen, aus Ägypten herausgeführt, sondern für Hashem, dass wir sind froh und wir wertschätzen es, dass für Hashems Würde und für Hashems Name und Ehre und wir sind froh darüber, dass die ganze Welt in dem Moment, wo Gott uns aus Ägypten herausgezogen hat, die ganze Welt hat verstanden, wie groß die Macht Gottes ist und dass Gott allein die Welt regiert und dass die primäre Kraft und die primäre Sinn des Universums ist. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dass nicht nur es auf uns ankommt, dass wir aus Ägypten herausgeführt worden sind, sondern es ist auch für Hashems Ehre und für Hashems Name, für Hashems Würde, dass es so ein gigantisches Wunder geschehen ist, dass wir das auch feiern sollen. Nicht nur für uns, sondern für Hashem und für Gott. Und damit ist auch und das ist auch der zentrale Punkt von Halles, dass wir Gott Lob singen und dass wir Gott nicht nur Danke sagen, indem wir, dass es uns geht, sondern Danke, dass die Welt erfahren konnte, was das Richtige ist und dass es einen Gott gibt, dass es einen Sinn in dieser Welt, dass es einen Erschaffer dieser Welt gibt. Und die drei primären Weltreligionen, die basieren sich auch darauf, dass aus dem Wunder von Ostergüsse gibt. Der Kuzari zum Beispiel, Rabbi Yehuda Levi, erklärt in einem seiner berühmten Bücher, dass verschiedene Religionen versuchen, einen Gottesbeweis herzubringen. Und sowohl die Muslime als auch die Christen als auch wir bringen meistens als Gottesbeweis den Auszug aus Ägypten und den niemand sozusagen beanzweifelt und dass es den tatsächlich gab, sowohl aus christlicher Sicht als auch jüdischer Sicht. Und damit ist das eine Sache, die wir alle sagen, mit Gott feiern können, dass nicht immer tut Hashem sich sozusagen der Welt offen zeigen und die Tatsache, dass jeder von uns würde sich manchmal wünschen, dass Hashem sich offen in seinem Leben zeigt, dass bestimmte Wunder geschehen, dass wir dann 100% überzeugt sind, dass Gott die Welt regiert und dass wir einfach keine andere Wahl hätten, als es einfach zu akzeptieren. Und das Leben würde natürlich viel einfacher sein und wenn also sagen Gott die ganzen Wunder vor unseren Augen machen würde und dann könnten wir einfach sagen, oh, natürlich müssen wir alles richtig machen und die Tora halten und die Gebote erfüllen. Wenn Gott die ganzen Wunder vor unserer Nase machen würde, die 10 Plagen auf Ägypten und auf unsere Verfolger, würde er die 10 Plagen dementsprechend dann herablassen, dann wäre natürlich der Glaube auch viel einfacher. Und es gibt es gibt ein sehr berühmtes Lied in der Pesach Haggadah, das Dayenu-Lied, dass auch das wäre genug für uns gewesen und das wäre genug gewesen. Und es ist sehr interessant, dass im Dayenu-Lied ist es eigentlich nicht nur für uns, sagen, dass wenn man genau die grammatische Konstruktion, dass er diese guten Sachen auf uns erlegt hat. Sagen, es wäre, und damit ist auch wirklich dieser Punkt, den ich versucht habe, nochmal zu erklären, ist, dass, ja, es gibt diese persönliche Ansicht, dass wir die ganze guten Sachen bekommen haben, wir haben die Wunder gesehen und wir haben die Geschenke bekommen und wir haben die Zeichen Gottes bekommen. Aber es ist nicht nur alles für uns gewesen, oder es ist auch, man muss auch verstehen, dass unser sich freuen daran, dass auch
Hashems Größe und Hashems Ehre so offen gezeigt wurde. Und das ist genau der Punkt, den wir auch hoffen beim Mashiach und wenn wir dann am Ende des Pesach Seders singen, dass Lishana Ba Yerushalayim, dass im nächsten Jahr wollen wir dann in Yerushalayim alle gemeinsam Pesach feiern und hoffentlich das Pesach Opfer, den Korban Pesach bringen. Und Lishana Ba Yerushalayim ist dann die Idee, wir wollen uns darauf freuen, dass wieder Hashems Größe und Hashems Ehre und das Hashems Präsenz wieder für alle sichtbar sein wird. Und es wäre genug damals gewesen, das wären nur die 10 Plagen. Oder hätte er oder hätte er uns nur aus Ägypten ausgeführt? Oder hätte er uns bis zum Schilfmund geführt? Oder hätte er uns sogar über Schilfmund geführt? Alles wäre schon genug gewesen für Hashems Größe. Aber er hat noch mehr und mehr Wunder für uns getan. Und sagen, auf oder mit uns getan, würde ich jetzt mal übersetzen, sagen, mit uns verbracht. Und dafür sind wir dankbar und es wäre schon genug gewesen. Aber selbstverständlich, jeder einzelne Punkt war in unserer sagen, Entwicklung als jüdisches Volk notwendig, weil hätten wir die Tora nicht bekommen, wie wäre es denn derjenige, wäre es denn genug gewesen für uns als jüdisches Volk? Es wäre genug gewesen für die Größe Gottes und das für Hashems Offenbarung. Aber, und darauf sagen sie sagen der Jeno. Und das ist auch, glaube ich, der feine Punkt, den wir auch manchmal beim Pesach Seder vergessen, ist, dass es ist nicht nur die Freiheit, die persönliche Freiheit, die wir feiern, die sollten wir ja feiern, aber es ist nicht der einzige Punkt, sondern auch Hashems Offenbarung und Hashems Wunder, das die ganze Welt gesehen hat. Und darauf hoffen wir dann auch, sagen, Shana Barabi Yerushalayim, nächsten Jahr Yerushalayim, dass wir den Pesach Seder in Jerusalem haben. Und zwar nicht nur, weil wir in Jerusalem zu Besuch sind, sondern selbstverständlich, dass wieder die Zeit kommt, in Hashem uns sich offen zeigt und die ganze Welt einsieht, dass es einen Sinn gibt, dass es einen Herrscher dieser Welt gibt und dass es Gott ist. Okay, jetzt habe ich schon. Jetzt wollte ich kurz eine Möglichkeit geben, Fragen zu stellen zu dem, was ich gesagt habe. Und ich will auch eine Fragerunde eröffnen. Falls jemand persönliche Fragen hat über die Haggadah, über den Seder, würde ich sie auch gerne versuchen, wenigstens zu beantworten. Von denen her, jeder kann sein Mikrofon kurz anmachen und gerne eine Frage stellen zu dem, was ich schon gesagt habe. Oder einfach aus Neugier zu etwas komplett anderem. Wie ist es eigentlich für einen konvertierten Juden oder Jüdin? Ich meine, man ist Jude, wenn man konvertiert ist, aber die Vorfahren waren ja dann nicht dabei bei diesem Auszug. Wie ist es dann für einen selber? Also auch wenn man Dai Dai Jenu singt, ist es dasselbe, wie wenn man jüdische Vorfahren hat? Oder sehr gute Frage. Kann man das alles so... Somit, ja? Ja. Jedes Einbruch, ja? Ich würde sagen, ja, man kann genauso wie jeder andere Jude singen, weil wenn man konvertiert ist, man, oder wenn man, ja, wenn man richtig konvertiert, vollkommen, also 100%, dann ist man 100% auch Jude und da gibt es auch keinen Unterschied. Und die Antwort ist, okay, aber was ist mit meinen Vorfahren? Die Antwort ist, wenn wir sagen, was ist eine Konvertierung oder was ist, und zwar ist es die spirituellen Vorfahren. Ich meine, es geht, selbstverständlich gab es sozusagen, ich meine, Avraham Avinu sozusagen, selbstverständlich war es technisch gesehen kein Jude, er hat die Tora nicht bekommen. Alle wurden zu Juden, ja, im eigentlichen Sinn, als sie dann die Tora bekommen haben. Und das war am Berg Sinai. Und vor dem Berg Sinai, ich meine, Da waren sogar die Technik nicht zu sagen, alle haben, war niemand technisch, zu sagen, Jude. Und dem aber sagen, es ist die spirituellen Kräfte und Abraham zu sagen, hat eine bestimmte spirituelle Höhe, bestimmte spirituelle
Gabe gehabt und deswegen eine bestimmte Bracha, ein Segen von Hashem, von Gott bekommen. Und damit jeder, der konvertiert hat, kann selbstverständlich sagen, meine Vorfahren. Es geht hier nicht nur um, sagen, um genetische Vorfahren, sondern um den Vorfahren im jüdischen Sinne. Und das sind die spirituellen Vorfahren. Und jeder Nicht-Jude, der zum Judentum konvertiert hat, der, sagen, dessen Seele hat, sagen, seine spirituellen Vorfahren aus den Juden, die aus Ägypten herausgezogen sind. Und alle Seelen sind dann zur Torah-Gabe gekommen und selbstverständlich auch alle Seelen von, sagen, Nicht-Juden, die konvertieren oder noch konvertieren werden. Und ich hoffe, damit beantworte ich die Frage. Vielen Dank, ja. Und damit kann sich selbstverständlich jeder, der von sich etwas sagen, ja, definitiv auch meine Vorfahren. Und sagen, weil es geht hier nicht nur, ja, es geht hier natürlich selbstverständlich nicht in Nürnberg gesetzmäßig Vorfahren. Es geht, das Judentum es ist ja nicht, sagen, wird nicht per Blut übertragen, sondern jemand, der konvertiert ist, genauso Jude wie jemand, der nicht konvertiert hat. Jetzt will ich noch sagen, eine interessante Sage, Punkt aus dem, was ich vorher erzählt habe, sagen, ein Fazit schließen oder am Abschluss, und zwar die ganze Geschichte von aus Ägypten wird dann letztendlich im nächsten Fest enden, in Shavuot, in der Torah-Gabe. Damit war, glaube ich, die Frage auch sehr gut hinführend. Und damit die Torah-Gabe die ganze das alles in einen Sinn bringt, und zwar das Hashem hat, Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt, um uns dann die Torah zu geben. Und ein interessanter Midrash erzählt das Folgende, dass als Hashem uns aus Ägypten herausgeführt hat und dann am Berg Sinai die Torah geben wollte, dann hatte er den Berg über die Juden gestülpt und sagt, entweder akzeptiert die Torah oder lasse ich den Berg fallen und platsch alle Juden weg. Und so erzählt der Midrash. Die Frage ist, wie versteht man diese Midrash, diese Parabel? Also ich besetze immer Midrash als Parabel, weil man etwas nicht, ein Midrash muss man nicht unbedingt wörtlich verstehen. Ein Midrash ist ja nicht so ein Teil der Chumash, das steht nicht in Torah, sondern es ist eine mündliche Überlieferung, eine Interpretation. Und erklärt, okay, was bedeutet das? Und was bedeutet das, dass Hashem sagen gezwungen hat, die Juden die Torah akzeptieren, nachdem er Juden mit den 10 Plagen aus Ägypten herausgeführt hat. Und das ist ein interessanter Punkt. Und zwar, wie ich versucht habe, in den letzten halben Stunde den Schia zu erklären, dass eins der Punkte, die wir feiern am Pesach, ist, dass Hashem sich so gezeigt hat mit den ganzen Wundern. Hashem hat sich gezeigt in den 10 Plagen. Hashem hat sich gezeigt, indem er das Schilfmeer gespalten hat und dann die Ägypter alle versenkt hat. Und Hashem hat sich gezeigt, indem er die Säule, die Rauchsäule, die Feuersäule, also vor in der Nacht über Israel gewacht hat und die Wolkensäule am Tag und den Schatten über Israel, während sie gewandert haben. Und wenn man die ganzen Wunder sieht, wenn man da gewesen wäre, beim Auszug aus Ägypten, dann hätte man keine Entscheidungsfreiheit. Natürlich akzeptiert man Hashems Torah. Natürlich ist es selbstverständlich, dass es einen Gott gibt und dass der die ganzen Wunder verbringt, dass die Torah das einzig Wahre und Richtige ist. Und das ist die Parabel, die der Midrash erklären will. Als Hashem die Torah am Berg Sinai gegeben hat, da war es keine wirkliche, sagen, freie Entscheidung. So wie es keine freie Entscheidung, wenn jemand über dir einen Berg hebt und sagt, wenn du das jetzt nicht nimmst, dann lass den Berg fallen und du bist weg. So ist es keine, bis zu einem gewissen Maße ist es keine freie Entscheidung, wenn man so viele Wunder sieht und dann ist es einem selbstverständlich, trivial, die Torah zu akzeptieren. Und
Von der einen Seite sagen, wünschen wir uns diese Trivialität, aber zur anderen Seite ist es heutzutage, wo wir es heute sehen, wir nicht Hashems Präsenz in allem, ist es für uns unsere Arbeit und unsere Aufgabe, zu versuchen, dementsprechend die Torah zu akzeptieren und obwohl es uns schwerfällt und es schwerfällt, genau deswegen, weil Hashem sich nicht offen zeigt in der Welt. Und deswegen wünschen wir uns und im Halle singen wir und wünschen wir, dass Hashem wieder seine Präsenz zeigt und dass alle Antisemiten und alle Feinde von Juden, dass Hashem sie wieder zerstört. Denn in jede Generation gibt es bestimmte Antisemiten, die uns schaden wollen. Und das singen wir auch im Pesach-Lied, Vehi She'amda, dass in jede Generation gibt es jemanden, der uns schaden will. In jede Generation wird Hashem uns helfen und Hashem wird uns von unseren Feinden erretten. Und eine dieser Situationen hatten wir vor kurzem gefeiert, und zwar, das war Purim. Und Purim sagen ist zu einem bestimmten Teil ein Spiegelbild von Pesach. Und zwar, in Pesach ist Hashem so präsent, ja, und die ganzen Plagen sind übernatürlich und sind einfach könnte man in einem Hollywood-Film verfilmen, haben sie natürlich selbstständig gemacht. Wurde ja schon gefilmt. Und als Gegenteil davon ist Purim. Und Purim, wo Hashems Name kein einziges Mal in dem Megillat Esther drin ist. Und das ganze Wunder von Purim ist sozusagen hinter den Kulissen. Hashem tut kein einziges Mal offen eingreifen, sondern es ist alles, Hashem, das sieht alles wie ein Zufall aus. Und alles fällt in seine, fällt zusammen, dass die Feinde von den Juden können uns nicht besiegen und wir kommen alle lebendig davon und können dann feiern und Hallel und am Ende dann Hallel singen. Und die Mitzwa Hallel zu singen ist eine sehr besondere Mitzwa und man sollte versuchen, diese Mitzwa dann dementsprechend am Pesach zu erfüllen und versuchen, während der Haggadah das Hallel nicht ausfallen zu lassen, sondern getrost auf versuchen, auf Hebräisch zu singen, falls jemand kann, oder falls nicht, auch auf Deutsch oder auf welche Sprache man auch am besten lesen kann und am besten verstehen kann. Es zu versuchen, die Schönheit von Halle zu begutachten und die interessanten Wörter von Halle mal zu verstehen. Und man kann interessanterweise über Halle viele Kommentare lesen, indem man zum Beispiel Halle ist größtenteils aus verschiedenen Psalmen zusammengebastelt oder zusammen verschiedene Psalmen. Und wenn man zum Beispiel ein Buch hat, das Interpretationen von Psalmen hat, dann kann man den bestimmten Psalm aufschlagen, der im Hallel gesungen wird. Und dann hat man bestimmte Kommentare darüber. Und Hallel handelt sich größtenteils über die Größe von Hashem, dass wir danken Hashem, dass er uns aus einer Not gerettet hat und dass wir nicht nur feiern werden, dass unsere persönliche Errettung, sondern wir feiern auch Hashems Größe und Hashems sagen Kiddush Hashem, das Hashems sagen Offenbarung, die dadurch entsteht, indem Hashem eingreift in diese Welt und uns rettet und uns Gutes tut und die Feinde von den Juden vernichtet und damit das Gute vom Bösen trennt. Und das ist der Punkt, den wir am Pesach dann auch feiern und mit dem wir die Agada beginnen und enden, dass es gibt ein richtig und ein falsch in der Welt. Und wir wurden versklavt und wir wurden erniedrigt in Ägypten. Und das ist etwas, was schlecht und schlimm ist. Und das ist eine bestimmte menschliche Tragödie, die passiert ist und die falsch war. Und wir glauben, dass es ein richtig und ein falsch gibt und wir glauben, dass das Gute und das Richtige siegt. Wir glauben immer ein gutes Ende und damit sind wir immer als Juden immer fröhlich und optimistisch. Genau.
Und dass es gibt immer ein richtig und ein falsch. Und wir glauben daran, dass das Richtige, siegen wird. Und das ist ein Grundgedanke des Judentums und dass wir an das Gute im Menschen glauben, in der Welt glauben und an ein gutes Ende der Welt glauben. Und dementsprechend hoffe ich und wünsche ich auch allen, dass diese ganze Corona-Geschichte auch hoffentlich bald glücklich vorbei ist und gut enden wird. Und dann will ich euch kurz noch zu einer letzten Fragerunde einladen, indem ihr persönliche Fragen über die Agenda, über den Pesach Seder stellen könnt. Oder natürlich auch nochmal Rückfragen zu dem, was ich erzählt habe. Also gerne gebe ich euch jetzt die Zeit, noch eine Frage zu stellen und ich hoffe, ich kann sie beantworten. Pesach Kasher V'Sameach, Herr Batirev. Vielen Dank. Als Abschluss will ich dann noch eine kleine Sache sagen, und zwar ein kleines Geschenk, ein Geheimnis verraten. Das Lied Echada Miodea, wie wir gesagt haben, dass die 10 Plagen und die 10 10 Gebote zusammenhängen. Jede einzelne Zahl im Judentum hat einen bestimmten symbolischen oder einen Gedanken. Und Echada Miodea erzählt genau diesen Gedanken, würde ich sagen, den kindlichen Prototyp dieses Gedankens. Und in der Kabbalah gibt es dementsprechend auch die Sefirot und die werden auch meistens oder verschiedene sagen Eigenschaften Gottes, und die sind auch meistens mit einer Zahl verbunden. Und jeder Punkt des Echada Miodea tut dementsprechend diese Sefira, bekommt diese Eigenschaft Gottes und verbinden auch mit einem bestimmten sagen Beispiel. Und dementsprechend eins ist Gott und zwei ist sind die zwei Luchot und die zwei Gebotstafeln, und wenn man und dementsprechend es gibt immer eine tiefere Idee für hinter der Echada Miodea und falls jemand Lust hat, kann er sich das am Ende noch seinen Rabbiner fragen, was genau was passt und was jede Zahl, warum wird sie insbesondere durch dieses Beispiel verkörpert. Und dementsprechend immer, wenn man eine Zahl sieht, es hat immer auch etwas, immer wenn man die gleiche Zahl irgendwo sieht, hat es immer etwas damit zu tun. Die zweite interessante Zahl, die am Pesach Seder oft vorkommt, ist die Zahl 4. In Echada Miodea ist es 4 immer Ort. Aber 4 ist natürlich auch die 4 Becher Wein. Die 4 Becher Wein sind auch die 4 Stufen der Versklavung, aber auch die 4 Stufen der Befreiung der Juden. Und die Zahl 4 tut auch eine bestimmte Eigenschaft Gottes oft repräsentieren, und zwar die Königlichkeit. Und die wollen wir auch meistens bei Pesach feiern, sozusagen in 4 Malchut, die 4 Becher Wein, wollen wir immer trinken, angelehnt, so wie ein König, und es werden immer serviert, die 4 Becher Wein von jemand anders. So, dass man die 4 Becher Wein von jemand anders eingeschenkt wird und man sich wie ein König fühlt. Von dem her, das ist noch ein kleiner Gedanke zur Zahl 4, und ihr könnt versuchen, zu jeder Zahl die entsprechende Eigenschaft Gottes und die Idee dahinter herauszubekommen. Und vielen Dank, Herr Kasher Pesach, Mr. Mehr. Und vielen Dank fürs Zuhören.